Hallo zusammen, heute zeige ich Ihnen, wie man die erste Story auf der Bremer Community veröffentlicht. Man klickt hier oben neben der Suchleiste, auf das kleine Plus. Hier kann man verschiedene Sachen machen. In diesem Fall wollen wir eine Story erstellen. Also klicken wir das erste an, Create Story. Hier tragen wir zum Beispiel einen Text ein, welche Story wir gerade erstellen möchten. In unserem Fall sagen wir einfach mal Test. Machen und hier unten können Sie ein Video hinzu hochladen oder ein Foto hochladen. Ich mache in diesem Fall ein Foto mal. Klick einfach mal hier wieder unser schönes Extrablatt, ein schönes Café, was in Oldenburg ist, wofür ich gerne Werbung mache, weil es wirklich ein tolles und der Service stimmt auch. Also ich war da mit meiner Frau und sie hat eine Decke gekriegt, was ja öfters in Restaurants oder Cafés üblich ist, aber sie hat auch eine Wärmflasche gekriegt, wie man auf diesem Foto sieht. Und das fand ich schon echt toll. Und anschließend klicken wir jetzt, wo wir das Foto hochgeladen haben. Man kann auch mehrere Fotos hintereinander hochladen und wie gesagt auch ein Video. Und ich klicke in diesem Fall jetzt mal auf Publish, um das zu veröffentlichen. So, das war's schon. Hier oben ist jetzt die erste Story erstellt. Wenn man darauf klickt, kann man halt diese Fotos sehen. Da läuft das durch. Und wenn man mehrere Fotos erstellt hat, kann man die halt hintereinander alle sehen. Ich klicke mal gedrückt halten, dann sieht man das zum Beispiel. Und man sieht ja auch noch den Text, den man geschrieben hat. Und somit haben sie die erste Story erstellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Bremer Community-Team.